Es ist mal wieder an der Zeit zu gucken, was Yu-Gi-Oh! So kostet. Dafür habe ich mir wie immer die 100 meistgetradeten Karten rausgesucht. Ich zeige euch die Preise, um mal zu gucken, was kaufen die Leute gerade und wie viel Geld geben die dafür aus. Das gibt uns mal eine Karte dafür, was so gerade die Tech-Choices sind, was gerade so neue Karten sind, die gekauft werden, was für alte Karten gerade gekauft werden und was bezahlen die dafür. Wir werden wahrscheinlich sehr viele Karten aus Cyberstorm Access sehen, weil das Set halt neu ist und ich denke mal, damit werden wir auch sehr viele Karten covern aus den 100 meistgetradeten Karten, weil viele Bock auf die neuen Deckthemen haben oder einfach Karten aus dem Set brauchen, weil das halt neu ist. Wir starten mit Nemleria Traumverteidiger Aurelia. Oder Aurelia? Keine Ahnung. Die Karte kostet aktuell ihre 2 Cent. Ist ein High-Level-Monster, was in dem neuen Deckthema spielt. That's it. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, leider. Das gleiche noch für das andere Nemleria-Monster. Nemleria-Monster, mein Gott, die Namen sind echt furchtbar. Kostet auch 2 Cent. Das Deck sieht aktuell gar kein Play und wird in Zukunft wahrscheinlich auch nicht sehen. Dann haben wir einmal Numbers Evil aus Cyberstorm Access. Die Karte kostet 15 Cent. Ist also nicht so einfach zu ziehen, aber dadurch, dass die Karte nichts kostet, seht ihr, dass die Karte auch nicht gespielt wird. Aber ein paar Leute wollen die Karte offensichtlich trotzdem haben. Da haben wir einmal eine Karte, die wir kennen. Und das ist einmal der göttliche Arsenal Zeus Himmels Donner. Bester Name. Kostet aktuell 25 Euro. Wir sehen ganz unten einen, der hat hier ein paar für ein bisschen mehr. Ne? Für 25,99 €, also 26 Euro. Ist eine Karte, die werdet ihr wahrscheinlich auch im nächsten Format brauchen. Denn die ist ein guter Boardbrecher. Für so ziemlich alle Decks, die existieren. Deswegen ist es eine Karte, die ihr auf jeden Fall brauchen werdet. Dann haben wir noch einmal Evenly Matched aus dem Structure Deck von den Trap Decks. Also Beware of Trap Decks, das war das Structure Deck. Kostet aktuell 4 Euro. Ist, wenn man sich den Preisgrafen so anguckt, hoch, runter, hoch, runter. Evenly wird aktuell nicht mehr so viel gespielt wie im letzten Format. Aber ist immer noch eine Karte, die sehr beliebt ist. Ich habe viele Region Decklisten gesehen, die die Karte trotzdem auf 3 gespielt haben im Side Deck. Ist also trotzdem noch eine Karte, die relativ beliebt ist. Haben wir aber den S-Force Night Chaser. Eine Karte, die, wie ich gehört habe, das Deckthema deutlich besser macht. Der Preis sagt, ist allen egal. Die Karte selber scheint wohl ganz cool zu sein. Ist ein Link 1 Monster, das ist an sich nie verkehrt. Ob das Deck wirklich gut wird, ich glaube nicht. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Support und Wert ist ein super Rare, kostet nicht viel. Wert 2 Cent. Coole Karte. Dann haben wir einmal Psyframe Gear Gamma. Und wenn wir uns den Preisgrafen angucken, dann geht der einmal steil nach oben. Und das ist die Rare aus Toon Chaos. Ich habe euch schon mal gesagt, dass Karten, die immer mal wieder im Hype sein werden, immer mal wieder ein bisschen Geld gehen. Das war mal eine 10 Cent Karte, als Toon Chaos rausgekommen ist. 4 Euro. Das ist für die, die nicht glauben, dass manche Karten immer wieder gebraucht werden und deshalb auch vom Preis steigen. Und Gamma ist ein perfektes Beispiel dafür, denn aktuell ist die Gamma wieder richtig, richtig gut. Das heißt, viele brauchen die Karte. Viele haben die nicht mehr. Die Rare ist der günstigste Print. Magnite Crusadia Evermax. Wie wir uns den Preis gerade angucken, da geht es so ein bisschen hin und her. Der Reprint ist hier aus Maze of Memories. Geht aktuell so 1 Euro. Ich sehe jetzt aktuell kein Deck, was hier wirklich richtig krass spielt. Aber offensichtlich wollen die Leute halt gerade den günstigen Print haben, damit sie ihn einfach zu Hause haben. Und das ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg, falls so eine Karte mal wieder richtig viel Play sieht, dass man die zu Hause hat. Haben wir immer Cybers Sage. Eine Common aus Cybers Maxis für 2 Cent. Ich muss hier aber sagen, ich habe keine Ahnung, was sie tut, aber es ist ein Cyber-Ritual-Tuner-Monster. Mehr kann ich zu der Karte nicht sagen, aber dadurch, dass hier nichts geht, wird sie wahrscheinlich auch nicht krass gespielt werden. Aber einmal Therion King Regulus. Der Hype ist auf jeden Fall real. Der Preisgraf sagt, da gehe ich hin, ab nach oben, los, los, los. Kostet aktuell 40 bis 43 Euro. Ist also auf jeden Fall eine Karte, die ein bisschen wert gestiegen ist. Die wird natürlich in Super Heavy Samurai auf 1 gespielt. Und da ist sie super. Die wird aber auch in manchen Trap-Tricks-Varianten gespielt, habe ich gesehen. Und die ist in manchen anderen Ricker-Varianten auch spielbar. Das heißt, die ist in mehreren Decks irgendwo verteilt. Der Preis aber wahrscheinlich wegen Super Samurai, weil die jetzt die Karte brauchen. Dann haben wir noch einmal Nibiru, die langsam aber wieder so ein bisschen hochgeht. Geht aktuell ihre 6 Euro, ist aber langsam wieder auf dem Weg so zu den 10 Euro und das ist jetzt wert aus der Mega 10 2022, der Reprint. Wir werden mal gucken, wo die nachher so ankommt. Aber immer Nightmare Unicorn, auch eine Karte, die vom Preis sich relativ stabil gehalten hat, geht zu ihre 20 bis 30 Cent. Das ist auch eine Karte, die könnte in nächster Zukunft wieder so ein bisschen teurer werden, wenn die Karte wirklich ein bisschen mehr gespielt wird. Aktuell wird sie so in ganz vielen Nischen-Decks gespielt, auch gerade so mit Mascarena zum Beispiel, aber in anderen Decks halt eher weniger. Die könnte aber wieder ein bisschen relevanter werden, wenn wir wirklich ein Deck bekommen, was Meta ist, was wirklich auch Fiendluancer unlockt. Also bisschen wie die Evil Twin, nur vielleicht ein bisschen besser in der Combo, wenn ihr Second geht. Dann wird die Karte auf jeden Fall auch ein bisschen beliebter. Small World sehen wir gerade aktuell am Steigen. Kostet aktuell ihre 7 Euro. Der Preisgraf, ihr seht, geht so ein bisschen nach oben. Liegt ein bisschen daran, dass Mathmech ein besseres Deck geworden ist.
was die Leute erwartet haben. Mathmaking ist wirklich auch in diesem Format ein starker Contender für eins der Topspots. Deshalb ist eine Karte, die halt da auf 3 gespielt wird in dem Deck, auch ein bisschen teurer geworden. Ich finde 7 Euro für die Karte immer nicht richtig krass viel, aber ist auf jeden Fall ein bisschen teurer geworden. Haben wir einmal Raigeki aus dem Structure Deck, wieder Beware of Trap Tricks. Und die geht langsam auch wieder zu ihrem Euro hoch. Ne? Kostet aktuell ihre 73 Cent, 70 Cent, wenn ihr sie mal ein bisschen günstiger haben wollt. Aber im Playset kostet es halt 70 Cent. Nicht viel zu sagen, ist halt Raigeki. Die zu Hause zu haben, ist jetzt nie verkehrt. Und einmal Gamma, die Gold Rare. Neben der Rare haben wir jetzt hier die Gold Rare und wir sehen auch die vom Preis her steigen. Und auch die kostet schon ihre 5 Euro. Das ist der zweitgünstigste Print, by the way. Wollte ich mal festhalten. Das heißt, in den Top 100 getradeten Karten sind 2 Gammas drin. Das ist krass. Und der ist sogar höher gerankt als die Rare. Vielleicht sehen wir noch die Super Rare. Mal gucken. Haben wir einmal Gunken Suship Tagesfang. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat, dass die Karte auch immer jetzt so richtig krass gekauft wird. Die ist natürlich neuer Support aus Cybersim Access. Der Preis sagt, die kostet nichts. Suship ist generell so ein Deckthema, was ja nie so viele Leute spielen. Das Deck selber ist aber gar nicht so bad. Ist jetzt auch nicht gut oder so, aber ist auch nicht so bad, wie viele das halt denken. Dann haben wir einmal Ancient Gear Ballista. Und der Preisgraf geht steil berghoch. Kostet aktuell ihre 15 Euro. Und das liegt einfach nur daran, weil ihr in Super Heavy Samurai spielt. Da ist sie nicht mandatory, aber sehr gern gesehen, sagt man so schön. Und deshalb ist die Karte auf jeden Fall auch dem Price-Tag da hinterhergerannt. Weil die hat wirklich nur den einen Print aus Duel Overlord und das war's. Und deshalb wird die Karte wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter steigen, wenn das Deck wirklich eins der besten Decks im Format bleiben wird und wir keine Bandits kriegen. Dann haben wir einmal die Underworld Goddess, die aktuell ihre 3,20 Euro geht. Ist vom Preisgrafen so ein bisschen all over the place. Die Leute wissen aktuell nicht im Format, was sie so spielen sollen. Das ist theoretisch eine Option, aber ja, du musst erstmal 4 Monster aufs Feld kriegen, damit du eins vom Gegner weglinken kannst. Nicht das Krasseste. Aber es wäre auf jeden Fall möglich, damit ein Super Samurai Board zu brechen, weil du halt das Monster klaust. Dann rennst du rein und das Ding ist umgerührt von Karten, die nicht als Target wählen. Aber Imperm ist natürlich auch eine Karte. Darf man nicht vergessen. Haben wir noch einmal Apollosa, die ist im Endboard von Super Samurai drin. Ich weiß nicht mehr, welcher Total dafür 12 Euro bezahlt hat, aber aktuell geht die ihre 8 Euro. Aber irgendwer hat die auf jeden Fall zugeschlagen für einen Preis, der komplett sinnlos gewesen ist. Aber 8 Euro für Apollosa, wenn ihr Super Heavy spielt, ist die Karte mandatory, denn die ist Teil eures Endboards. Kititel, mystisches Ungeheuer des Waldes. Eine Super Rare aus Cybersome Access, die so ein paar Cent geht. Die macht auf jeden Fall ein bisschen was, ist eine ganz coole Karte, ist jetzt aber nicht die Karte, die man jetzt unbedingt halt braucht. Aber der Effekt könnte irgendwann mal wichtig werden, ne, für diese Decks, wo die halt das supportet, also Wing Beast, Pflanze, Beast Warrior, glaube ich, ne, und Insektenmonster ist. Also irgendwie spannend. Level 2 Beast Monster, Sprite Approves. Haben wir einmal Grand Sulfur Court Coolia, auch eine neue Karte aus Cyberstorm Access. Ich habe mir sagen lassen, die ist für das Deckthema ganz okay. Das war's, was ich dazu weiß. Auf jeden Fall kaufen würde das, weil die kostet halt 3 Cent, aber ist halt ein neues Set. Soul Judgment wird immer noch gekauft. Kostet aber auch nur noch so 2,70 Euro. Ist also, ja, doch ein bisschen runtergegangen, habe ich das Gefühl. Denn ich glaube, letztes Mal, als wir geguckt haben, waren die so bei 3 Euro. Deswegen glaube ich schon, dass die so ein bisschen runtergegangen sind. Aber könnt mich ja in die Kommentare verbessern, falls das anders sein sollte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann haben wir einmal Schwertseelen-Oberherrscher Cheng Ying. Boah, kostet 40 bis 70 Cent, ist jetzt also nicht die teuerste Karte, aber die können wir immer noch in Naturia spielen und Naturia ist ja immer noch genauso spielbar wie vorher auch, weil wir ja keine Wendes bekommen haben, deswegen wird die auch immer gespielt werden. Dann haben wir einmal Blazing Cartesia, The Virtues. Puh, der Preisgraf ist aber interessant, hochgegangen auf knapp fast 40 Euro sogar schon, crazy. Crazy, crazy. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das jetzt so viel gesehen habe. Klar, die haben jetzt mit dem neuen Set hier ein paar Supportkarten bekommen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt deutlich häufiger sehe als andere Decks. Deswegen ist das krass, dass der Preis so gestiegen ist. Bisschen überraschend, wenn ihr mich fragt. Wenn man Constella Teller Knights häufiger gekauft als Cartesia, aber die Karte kostet auch nur 2 Cent. Die ist ja für Constella halt eine ganz gute Karte. Das war's halt, was soll ich sagen. Das ist halt eine Constella-Karte, die im aktuellen Metagame nicht wirklich irgendwas tun werden. Aber optisch eine sehr coole Karte. Dann haben wir einmal G-Golem Kristallherz. Und das ist eine Karte, die kennen sehr wenige. Die kam im Battle of Legends raus. Und das ist ein Link 2 Monster, was 2 Cybersmonster braucht, was die Fähigkeit hat, ein Erdemonster vom Brief zurückzuholen. Ein Erdelink-Monster. Und ihr könnt mit dem Ding den Trendscode zurückholen und dann könnt ihr einen Access-Code machen. Die ist fürs Follow-up ziemlich gut, weil ihr nur 2 Monster braucht, um halt den Access-Code zu machen. Deswegen wird die in Salamangate, habe ich gesehen, und in Mathmag logischerweise gespielt. Und ich glaube, ich habe es ja auch gesehen in Marincis für den Trendscode, weil der Trendscode kann ja theoretisch halt ein Link 2 Monster zurückholen. Und das könnte halt Anemone sein und Anemone kann man das specialen. Also 2 Monster, das Ding. Zack, 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 zack. Und deshalb kostet sie auch aktuell ihre 5 Cent. Aber wenn wir am Preisgrafen sehen, kratzt sie so ein bisschen an den 30 Cent. Also die ist so ein bisschen da oben vorhanden. Also die wird wahrscheinlich auch vom Preis ein bisschen weiter hochgehen, wenn die Karte mehr Play sieht. Haben wir einmal Sargas. Aktuell 10 Euro. Hätte ich nicht mehr gerechnet. Aber der Preisgraf sagt, der geht so ein bisschen nach oben. Leute wollen offensichtlich ein bisschen mehr Regulus spielen. Und
Ice Jade, das Synchromonster. Boah, kostet aktuell auch ihre 6 Euro. Ist jetzt nichts krass Gutes. Die wird, glaube ich, immer noch in Sorcerer gespielt. Ich glaube nicht, dass man den anderen Decks gut machen kann. Aber ja, Sorcerer halt, ne? Den Aggregator, der gerade zumindest so ein bisschen Play sieht. Ich weiß nicht genau, wo der Play sieht, aber der ist ein Rang. Was ist der? Rang 8? Rang 9 Monster. Generator hat ja Support bekommen. Könnte ich mir vorstellen, dass es da gespielt wird, aber. Ich weiß halt nicht, ob das gut ist. Dann Altarain oder Altaran, wie auch immer die gerade da heißt. Geht auch 2 Cent, ist eine Telenite-Karte, die halt neu ist. Habe ich übrigens ganz vergessen, lasst mir doch gerne mal ein Like dafür dieses Video, damit ich das wirklich einmal im Monat für euch bringen kann, wenn ihr sagt, ich habe da Bock drauf. Ich möchte einmal im Monat von Aubertine 40 Minuten Preise an den Kopf gehauen bekommen. Bin ich dabei? Lass mir ein Like da, dann weiß ich Bescheid. Haben wir einmal Super Samurai Commander Shanwo. Ich glaube, das ist eine Karte, die wird gar nicht gespielt, ne? Das ist krass, dass sie trotzdem so viel getradet wird. Ich weiß gar nicht, was die kann. Ist auch nicht so relevant, aber optisch ist sie ganz cool irgendwie. Signet Rollback. Target one of your banished Cybers Monsters. Special summon it. During your main phase, if your life points are 2000 or less, you can banish this card from your graveyard and target two of your banished Cybers Monsters. Add them to your hand. Der erste Effekt ist gut, der zweite ist nicht so gut. Ich weiß halt nicht, wie viele Cybers Monster man banished. Mit Access Code vielleicht. Das könnte ganz cool sein. Ich glaube, die Karte auf jeden Fall irgendwo Play. Kostet aktuell nichts. Vielleicht sollte man sich mal ein paar holen von. Weil vielleicht wird die irgendwann mal relevant. Wenn du halt wirklich halt ein Cyber-Stack hast, was konstant Sachen banished für ihre Engine, dann könnte die wirklich legit einfach ein krasser Extender werden. Ne? Libromanten Herkunftsgeschichte. Eine Permaspell. Okay, die kann eine Libromanten-Fallenkarte setzen. Deshalb kostet die auch ein paar Cent. Ist aber ein Ultra-Rare, ne? Ja, okay, ist ein Ultra-Rare. Aus dem neuen Hauptset. Scheint spielbar zu sein, ist aber nicht wirklich gut. Also das Deckthema selber. Die Karte selber ist ganz solide. Aber das Deck ist halt nicht so gut. Super starken Samurai Vogelscheuche. Die geht aktuell auch nicht viel. Aber das ist auf jeden Fall eine Karte, spielt hier ein oder zweimal, meistens sogar zweimal ein Super Samurai. Hat halt einen Super Rare Print bekommen aus der Tin. Das heißt, der geht halt nichts. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Karte. Aber manche zahlen dafür auch ein bisschen mehr, so knapp 40 Cent. Also könnte die Karte relativ schnell steigen. Aber wir haben aktuell noch 5148 Kopien davon. Die wird also nicht so schnell steigen. Haben wir Ghost Ogre, auch in dem Format aktuell ein bisschen beliebter. Wie ihr im Preisgrafen seht, jopp, die Leute wollen die Karte auch haben, zahlen für ein paar Euro. Geht aktuell ihre knapp 2 Euro, ist also auf jeden Fall ein bisschen gestiegen von ihrem 1 Euro, den sie vorher hatte. Und Harpyen Flederwisch, dann machen wir das komplett aus dem Traplex Structure Deck. Kostet aktuell 50 Cent. Die ist halt aktuell nicht im Main Deck so super gut, weil wir halt Super Heavy im Format haben. Die spielen nicht wirklich die Zauber- und Fallenkarten, logischerweise. Die haben nur halt die Scales erliegen. Das heißt, da ist die Karte nicht sonderlich relevant. Aber für andere Matchups könnte die schon gut sein. Logischerweise Ash Blossom, auch aus dem Structure Deck. Beware of Trap Tricks, kostet aktuell wieder ihre 3 Euro. Ist auch so ein bisschen hochgegangen. Ich glaube, die war letztes Mal bei 2,50 oder so. Aber 3 Euro für Ash ist auf jeden Fall fein. Auch wenn es gekommen ist. Haben wir einmal Lyran, den Telenite, kostet 5 Cent. Scheint verbessert zu sein als die andere, aber ist halt immer noch leider eine Telenite-Karte. Aber optisch sind die Dinger super cool. Also haben wir auf jeden Fall richtig Smack. Haben wir einmal Road Roller. Wenn ihr mich fragt, eine sehr coole Karte. Kostet aktuell 20 Cent, ist also nicht so teuer. Das Problem ist halt, dass sie halt ein Effekt im Friedhof hat, ist ein bisschen blöd, aber ansonsten. Dann haben wir einmal hier die Scales von den Super Hero Samurais. Die, wie ihr seht, ist vom Preis jetzt so ein bisschen runtergegangen, also so einen kleinen Tag runter. Die waren nämlich über 14 Euro. Ich habe ja letzte Tage ein Video gemacht zu dem Super Samurai Deck Thema, zum Deck selber. Da war die wirklich bei 14, 15 Euro. Jetzt nur noch so 13. Ich meine, nur noch, ist relativ, ne? Aber wird mir ein bisschen gefallen. Aber Leute bieten hier auch italienische Karten an. Sehe ich gerade hier, italienisch. Aber es gibt ein paar deutsche, die auch ein bisschen günstiger sind. Also auf jeden Fall ist die vom Preis ein bisschen gefallen. Wahrscheinlich, weil Super Samurai jetzt nicht so krass eingeschlagen ist. Ist auf jeden Fall ein gutes Deck, aber ich glaube nicht, dass es so ein gutes Deck ist, was Leute erwartet haben. Dann das neue Exil-Monster von den Telenites ist auch mal drin. Ist auch eine Ultra-Rare, glaube ich. Naja, deswegen kostet ein paar Cent, aber ist auch nicht wirklich was wert. Haben wir einmal Decklord Dawn und das finde ich super interessant. Denn Leute haben versucht, Wege zu finden, um gegen die gegnerischen Karten mehr machen zu können. Jetzt ist eine Karte wie Decklord Dawn, die sagt halt, keiner kann sich Karten vom Deck adden, außer ziehen. Und Monster können nicht aus dem Deck spezial beschworen werden. Trifft halt Poli, Super Heavy, Gastira, bedingt Despia und natürlich Sprite. Das sind 5 Decks, die es trifft. Was, wenn ihr mich fragt,
Eine ganze Menge ist. Die ist sogar theoretisch gegen Runic okay, aber Runic kann ja theoretisch schießen, deswegen ist es nicht ganz so geil. Und die hat auch nur zwei Standby-Phasen und die bringt euch selber um. Aber ist auf jeden Fall neben Lockbit eine ganz coole Karte. Weil wenn ihr First geht, könnt ihr die immer noch aktivieren. Das ist dann ziemlich gut. Ja, kostet auch jetzt ihre 10 Cent jetzt nicht krass teuer. Wäre vielleicht eine Überlegung wert. Dann haben wir einmal Ninja Sarutobi. Eine Karte, die aktuell 30 Cent kostet. Die wird in manchen Super-Heavy-Listen gespielt, in manchen nicht. Deshalb ist der Preis auch jetzt so bei 30 Cent eingefahren. Ist auf jeden Fall eine Karte, die man wirklich spielen kann, weil die relativ einfach zu beschwören ist in dem Deck. Mit halt dem Bike und anderen Sachen. Ich glaube aber, dass es bessere Karten gibt, die man machen kann als den Ninja. Natürlich Klassiker Infinite Impermanence. Kostet aktuell wieder 6 Euro. Ich glaube, das ist sogar relativ stabil geblieben vom Preis her. Ich erinnere mich jetzt nicht ganz, aber das sieht relativ stabil aus. Ich meine, es gibt immer noch knapp 4000 Kopien davon auf dem Markt. Das ist jetzt nicht unbedingt, sondern nicht wenig. Deswegen wird der Preis wahrscheinlich in Zukunft nicht so großartig werden. Ne? Haben wir einmal den Merrymaker, der immer noch bei einem Euro ist, was ich immer noch sehr krass finde. Weil die Karte ist halt eine Super Rare aus dem Hauptset. Lightning Overdrive, wobei Lightning Overdrive auch jetzt kein gutes Set ist. Aber die hat auf jeden Fall einen Reprint verdient, weil ich glaube, die Springers haben keinen Reprint bekommen in der Mega-Zone, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Dann scheint uns diese Karte ganz schnell mal an, wenn die halt wirklich danach gut wird oder so. Oder spielbar zumindest. Gut ist ja relativ. Tsumuha Kutsunagi, der Herr der Schwerter. Eine Secret Rare aus dem letzten Hauptset, die sage und schreibe 90 Cent geht. Ich habe diese Karte in meinem Leben noch nie gesehen, aber es ist ein Spirit Monster, das könnte es erklären. Es gibt ja ein Spirit Monster im neuen Deck, im neuen Set, was richtig gut ist. Ich denke mal, das wird sogar noch kommen. Das ist nämlich eine Karte, die eine extra Norme gibt. Für ein Spirit Monster, das ist ziemlich gut. Also die Norme zieht quasi selber als extra Norme zusammen. Das ist also, weil es gut ist, weil es ein Level 4 Monster ist. Haben wir einmal Sword Soul Punishment. If you control a Synchro Monster, target one card on the field or in either graveyard, banish it. If your opponent controls a Ritual Monster, Synchro Monster, XZ Monster, Link Monster, you can banish one Synchro Monster from your graveyard. Add this card from your graveyard to your hand. Ja, es kann man, dass sie nichts kostet, weil die Karte, die ist ja richtig garbage. Habe ich auch vorher nie gesehen. Ich meine, optisch ultra cool. Effekte, ja, weniger cool. Haben wir einmal den Waggon, den Karren. Der kostet aktuell immer noch 2 Cent. Ist halt ein Starter für Super Heavy, aber ist halt der schlechteste Starter. Deswegen kostet logischerweise nicht so viel. Haben wir nochmal Brightest Blazing Branded King. Ein sehr cooler Name. Der Effekt selber von der Karte ist okay, aber nicht wirklich gut. Und das spiegelt auch der Preis wieder, kostet 2 Cent und das wird sich nicht ändern. Ich glaube nicht mal, dass jemand die spielen wird. Oder kein guter Spieler wird die spielen. Da war es mal so. Haben wir einmal Samurai Seelenbrecher, der jetzt wieder so bei seinen 3,50 Euro angekommen ist. Der war ja bei 4,50 oder so. Ihr seht hier oben, na, ist ein bisschen runtergefallen. Also ein bisschen hochgegangen. Also, ja, wie gesagt, super heavy. Ein cooles Deck, aber nicht so krass eingestiegen, wie viele es erwartet haben. Deswegen fallen ein paar von den Preisen wieder runter. Haben wir einmal B-Trooper Cruel Saturnus. Das ist ein Level 5er, was ihr mit Instant Fusion beschwören könnt, was euch eine B-Trooper-Karte adden kann. Ne? Was sehr gut ist. Ich glaube, das war es aber auch. Deswegen kostet ihr auch nicht viel. Haben wir mal Grang und Yol. Die bleibt sich vom Preis sehr, sehr ähnlich. Kostet aktuell 6 Euro. Ist schon krass. Aber die Karte selber ist halt eine Ultra aus dem letzten Hauptset. Ja. Wird auf jeden Fall gespielt im Despia. Ist auch fast immer Teil des Endboards, wenn ich richtig gesehen habe. Darauf würde ich ganz kurz mal eingehen, weil das ist zwar keine Karte, aber dieses Set kam ja raus. Für 20 Euro, glaube ich, pro Ding. Aktuell kostet das so knapp 28, 26 mit Versand. Wenn man den Preisgrafen so anguckt, ist schon krass, dass er so gestiegen ist. Ne? Weil das war ja so bei 20, 22, ne? Und so zack, 4 Euro mehr. Für ein Sealed Product ist das innerhalb von dem Timeframe schon ein krasser Sprung. Ne? Innerhalb von einem Monat quasi 5 Euro teurer. Das ist schon krass. Haben wir einmal den Seelenfriedensstifter, der auch ihre 4 Euro kostet. Aber auch der ist, wie wir sehen, so ein bisschen gefallen wieder. Ne? Der geht langsam auf die 4 Euro wirklich runter. Mehr Leute listen ihre Kopien. Es gibt mittlerweile wieder 512 Kopien. Als ich letztes Mal geguckt habe, waren es auf jeden Fall ein bisschen weniger. Das heißt, es sind mehr dazugekommen. Das heißt, der Preis ist natürlich ein bisschen runtergegangen. Haben wir einmal den super starken Samurai Schleicher. Eine Karte, die nicht viel kostet, die aber in einem Deck gegebenenfalls gespielt wird und die ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Adulara vom Junimond. Erinnere mich ein bisschen an Remi von Elden Ring.
wenn ihr mich fragt. Ich will nur das zweite Gesicht da drauf. Aber die Karte selber ist halt gar nicht so bad. Die ist halt ein Level 5 Monster, Spellcaster, die sich selber specialen kann. Gibt bestimmt Decks, die die benutzen können. Sagen wir es mal so, kostet halt 2 Cent. Ist super rare, glaube ich, ne? Ja. Wird vielleicht irgendwo Play sehen. Wir werden es sehen. Aber einmal Sakitama. Das ist die Karte, die ich meinte. Das wird wieder sehen kommen. Kostet also auch gar nichts. Aber das Ding gibt dir eine extra Normal Summon für ein Spirit Monster und die kann dich dann selber normeln. Das heißt, das ist ein Free Normal. Nicht mal eine Special. Die Normal sind einfach. Habt ihr einfach ein Level 4 Monster im Feld. Dann haben wir einmal Gold Pride. That came out of nowhere. Und die kam wirklich aus dem Nichts. Und wie ihr seht, vom Preisgrafen ist die flach. Ist also extrem gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Karte Play sieht. Die ist sogar eine Ultra Rare, ne? Ja, Ultra Rare aus dem Hauptset für 10 Cent. Das ist immer nie ein gutes Zeichen. Wenn halt so eine Ultra Rare unter 2 Euro fällt, ist in der Regel keine Karte, die wirklich viel und gut gespielt wird. Aber immer Trap Trucks. Immer noch ein krasses Meme. Immer noch keine gute Karte. Kauft und spielt die bitte nicht. Haben wir einmal den Fireball Drache, dunkle Flüssigkeit, Neo-Gewitter, Terra-Herz. Wie ihr seht, der Preis ist so ein bisschen hochgegangen. Die ist aus Maze of Memories. Die wird, soweit ich es weiß, in Mathmech gespielt und in Marin ist sie, glaube ich, auch Bauer. Ja, die ist ganz cool. Ob sie jetzt wirklich halt 6,30 Euro cool ist, glaube ich nicht. Aber der Preis gab es halt auf jeden Fall, dass der so ein bisschen im Hype da ist. Denn ihr könnt mit den Firewall-Card mit den neuen halt ein bisschen mehr Stuff machen. Das heißt, das Ding aufs Feld zu kriegen, ist wohl nicht so schwierig. Haben wir immer Firewall Phantom oder Phantom, wenn wir es falsch nehmen. Kostet 2 Cent. Ist ein L5-Monster, mit der könnt ihr ein paar Shenanigans machen. Haben wir einmal Tribal Gate Roar. Die hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ich meine, die ist jetzt nicht krass gut oder so, die hört sich gar nicht so schlecht an. Kostet aber auch nichts, aber die Karte selber ist. Boah. Bestimmt irgendwie spielbar. Haben wir den Firewall Guardian, das ist halt das andere Target, was ihr specialen könnt, über halt das Firewall-Ding. Und das ist die aus Dark Neo Storm, deswegen ist die auch vom Preis her so ein bisschen höher gegangen, aber die kostet immer noch so 5 Cent, also nichts Tolles. Haben wir einmal Dreaming Nemleria, eine der meistgekauften Karten, ich glaube Top 20 sind mittlerweile. Kostet 5 Cent, die ist halt wichtig für das Deckthema, das heißt, wenn ihr das Deckthema spielen möchtet, braucht ihr die, soweit ich weiß, sogar 3-mal. Das ist trotzdem keine gute Karte, aber die braucht ihr auf jeden Fall 3-mal. Dann der Schnell-Synchro-Sternstopp-Sache, der steigt einfach immer weiter. Der ist wirklich jetzt bei 45 Euro angekommen. Und der wird weitergehen. Also wenn das nicht bald eine 50-Euro-Karte ist, das ist halt schade, weil die Karte an sich eigentlich gar nicht so viel macht. Die hat ein paar coole Sachen, aber die ist halt gar nicht so krass. Ist halt eine Bridge zu Baroness, ne? Das ist, mit der könnt ihr beide wegen auch nicht nur Baroness bauen, sondern Disparta bauen. Kommen wir noch zu, weil Disparta sind. Ja, ist schon schade, dass die Karte so teuer ist, weil das Set halt so ultra garbage gewesen ist. Haben wir einmal den Protect Code Talker, die auch nur 5 Cent kostet, aber die Karte ist, soweit ich weiß, ganz cool. Die kann sich halt vom Grave zurückspecialen. Ist halt in 3 Monster, was sie zurückspecialen können, das ist an sich nie verkehrt. Haben wir einmal den Cybers Despeichwurm. Die kann was negieren, wenn irgendwann so auf Feld ist und sich banishen. So viel habe ich mitbekommen, was noch die macht, keine Ahnung. Kostet aber nur 2 Cent, aber das ist übrigens eine Karte, wenn ihr Cybersex gerne spielt, holt ihr auf jeden Fall ein paar davon, dass ihr die zu Hause habt, weil ich glaube, die wird in manchen Cybersex irgendwie relevant werden. Wenn ihr gerne Cybersex spielt, besorgt euch die, ist ganz cool, glaube ich, für diese Art von Decks. Haben wir einmal super starker Samurai Seelen-Gaia-Verstärker, ist ja aus Cybers of Access. Ist eine gute Karte für das Deckthema und deshalb wollen wir die auch haben. Manadium Primat. Ich muss fairerweise sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal gegen Manadium gespielt. Das Ding habe ich noch nicht einmal gesehen. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die nur maximal Euro kostet. Aber könnt ihr euch ja selber mal ein Bild von machen. Ich glaube nicht, dass die Karte sonderlich gut ist. Aber sie wird offensichtlich auch gekauft. Auch für den Preis. Aber wert kostet halt nichts. Also nichts, aber ein paar Cent. Haben wir immer Gold Pride Pinballer. Als die Karte angekündigt wurde, alle so: Wow, was? Gold Pride wird gut? Der Preis sagt nicht gut genug, wenn ihr mich fragt. 70 Cent ist schon krass für eine Ultra, ja. Dass das echt so getankt ist, schade eigentlich. Ist eigentlich von der Idee her eine coole Karte. Da haben wir einmal den super starken Samurai Tapferer Masurabo. Die Namen in Yu-Gi-Oh! Werden auch immer besser. Kostet aktuell ihre 80 Cent. Ist eine Karte, die man vielleicht nur auf 1 spielt in einem Extra-Deck. Ich glaube nicht mal, dass viele neue Listen die noch integrieren. Man könnte sie aber relativ gut spielen im Deck. Haben wir einmal den großen Benkei. 2 Cent, aber wichtig, dass ihr die auf 2 in eurem
Heavy-Deck spielt, Super-Heavy-Deck spielt. Ganz, ganz wichtig. Deshalb kostet die auch 2 Cent. Manche gehen sogar auf 10 Cent hoch, aber ist halt eine Common, die wir 11.790 Mal verfügbar haben. Puh. Die wird auch lange diese 2 Cent nicht überschreiten. Haben wir The Bustial Aluba. Kostet 15 Cent. Ja, ist ein Tüner-Monster. Drachen-Tüner-Monster ist ganz wichtig. Das heißt, damit könnt ihr Disparta machen. Deswegen ist es auch The Bustial Aluba. Und Disparta braucht halt ein Drachen-Tüner-Monster, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Das ist halt ein Drachen-Tüner-Monster. Viel Spaß damit. Dann haben wir auch einmal Etude of the Branded. Oder Etude? Müssen nicht Etitude der Markierten? Egal. Etude der Markierten. Kostet 2 Cent. Aber ich glaube, das ist eine Karte, die in der gegnerischen Runde eine Quicksunker machen kann, wenn ihr die Materialien am Feld habt. Das kann, je nachdem, wie euer Setup ist, echt gar nicht so bad sein. Da haben wir noch einmal Goldstolz Kutschen Carry. Kostet auch nur 90 Cent. Ist auch eine Ultra Rare, glaube ich, ne? Ja, Ultra Rare für nix. Aber ich glaube, das ist eine der besseren Goldplay-Karten der neuen. Ist halt ein Rang 3, was halt, ich glaube, eine Zauberkarte suchen kann, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Dann haben wir einmal das Motorrad. Das Motorrad ist eine der besten neuen Karten für Super Heavy, ist aber eine Common, deswegen kostet nichts. Und wir haben davon aktuell 11.648 Karten verfügbar. Falls Sie wissen, das ist eine Menge. Dann haben wir einmal Peaceful Planet Calarium. Das ist die Karte, die euch die Manadium-Karten suchen kann. Kostet aktuell 30 Euro, aber wenn wir uns den Preiskampf angucken, geht die so ganz extrem nach unten. Das ist halt der Versuch, das neue Kashtira, das neue Sorcerer, das neue Telemens zu machen. Der Preis selber sagt er so, ja, so semi. Wenn man Gold tried, better luck next time. Cooler Name. Kostet aktuell 7 Euro aus dem Secret Rare. Die Life uns grundsätzlich, glaube ich, eine Goldplate-Karte adden kann, irgendwie sowas. Ja, ist eine ganz coole Karte, aber ist jetzt nicht so, dass die Karte das Meta macht. Deshalb, wie ihr seht, vom Preis. Für eine Secret Rare aus dem neuen Hauptset ist 7 Euro halt nicht der Preis, den ihr sehen wollt. Zumindest nicht, wenn ihr sie kaufen, also nicht, wenn ihr sie verkaufen wollt. Wenn ihr sie kaufen wollt, go for it. Wenn ihr sie verkaufen wollt, ist 7 Euro für eine Secret Rare nicht der Preis, den ihr haben wollt. Dann haben wir einmal Gold Pride Roller Baller für auch genau den gleichen Preis. Ist das Deck denn so krass abgestunken? Weil das ist auch eine Secret Rare, ne? Tut mir ein bisschen leid für Leute, die die Karten gezogen haben, weil das halt... Stell dir mal vor, jetzt zieht halt den hier und halt das andere Ding, also die Zauberkarte. Dann habt ihr jetzt quasi euren Core. Aber ihr habt 60 Euro für ein Display ausgegeben und habt dann quasi zwei Karten gezogen, die 7 Euro zusammen, also 7 Euro einzeln gehen. Das sind halt 14 Euro, das ist halt. Boah, kannst du auch über alle einzeln kaufen und hast du noch mehr Geld, als wenn du es ziehst. Das ist natürlich. Puh, das freut dich. Haben wir einmal Manadium Abscission? Abscission? Die schwerte Manadium-Karte und dann edit die halt ein. Ja, ist ganz cool. Kostet aber auch nur ein paar Cent. Ist aber super rare, ne? Ja, super rare. Kostet nicht viel, ist aber sehr schön. Haben wir einmal den Vicious Astralot und der ist wichtig für das Deck. Ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich spiele auch der Preis so ein bisschen wieder. Ne? Extra Monster, die auf ein gutes Deckthema gelockt sind, kosten in der Regel nicht so viel. Und da ist halt 14 Euro eingeschwungen, ist okay. Haben wir einmal Manadium Fearless für 20 Cent, ist ein Super Rare. Ja, sehr schöne Karte, wichtig für das Deckthema. Manadium Meek, auch 20 Cent. Auch wichtig für das Deckthema, ist auch ein Tuner-Monster, ist ganz wichtig. Haben wir einmal Manadium Riumheart oder Riumheart. Kostet aktuell so knapp 8 Euro, ist auch vom Preis ein bisschen gefallen. Logischerweise ist ja aus dem neuen Set. Ja, ist auf jeden Fall mandatory in dem Deck. Ich glaube, die spiele sogar dreimal. Haben wir einmal Ice Jade Ran Egerine. Ist aus dem neuen Set. Ich habe keinen Plan, was sie tut, aber das ist eine Ultra-Rare, ne? Ah, okay, die wird zu dem anderen Namen von der Karte, ja, okay. Haben wir immer Golden Cloud Beast Malon, eine Common aus Cybers Maxers. Ein generisches Synchro-Monster, Level 6. Ja, die Karte ist auch nicht wirklich gut, aber die könnte für ein paar Schnelligen sorgen. Weil kann ich Level 7 machen oder Level 5, das kann je nach Deck hilfreich sein. Und die ist halt ein Tuner-Monster. Oh, das ist sogar richtig gut. Also die ist Level 6 und kann sich Level 7 machen. Das gibt also jedem Deck Access zu Baron, die Level 3 Monster spielen, die Level 5 Monster spielen. Oder der 4 Monster. Das heißt, das ist eine Bridge zu Baroness. Habe ich ein bisschen unterschätzt, ne? Ja, das ist eine Karte, die könnte nochmal spannend werden, weil das halt ein Bridge für Decks ist, die Baroness eigentlich gar nicht bauen können. Und wir haben mit dem Firewall die Fencer. Und das ist die Karte, die sagt,
Wenn die weggelegt wird, Special ein Firewonster aus dem Deck. Ist dementsprechend eine gute Karte und deshalb kostet die auch 8 Euro für eine Ultra Rare. Ja, sogar 8,50 Euro schon in manchen Fällen. Ist eine gute Karte auf jeden Fall. Haben wir einmal die Wannabe. Eine der meistgekauften Karten. Ich glaube Top 10 sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ne, nicht Top 10, aber Top 15. Kostet aktuell ihre 10 Cent. Der Grund dahinter ist, die ist sowohl in Labyrinth als auch in Traptics sehr gut. Denn die kann in der Endphase sich abwerfen und dann könnt ihr 5 Karten vorzeigen oder wie viele Zauber- und Bahnkarten schon auf der Gegnerin schon halt nicht benutzt sind. Und dann könnt ihr so viele Karten ausgraben. Wenn ein Trapper ist, könnt ihr die setzen. Dann ist sie in eurem Deck live. Die ist halt in Traptics echt nicht schlecht. Haben wir einmal den Firewall Dragon Singularity. Kostet aktuell 4,50 €. Das ist für eine Secret Rare auch wieder sehr belastend, sehr belastend. Ich glaube nicht, dass die Karte irgendwo play sieht. Ist ein Link 6 Monster, ist auch nicht so krass einfach zu bauen, aber ist ein Cybers Monster. Weil ich glaube, das Investment selber lohnt sich einfach nicht, um dort hinzukommen, deswegen kostet die Karte auch nicht so viel. Mal Baromet the Sacred Sheep Shrub. 2 plus Level 4 Monster. Kostet aktuell ihre 15 Cent. Ja, die ist gar nicht so wert. Die kann halt Trap recyceln, Karte ziehen, Monster von der Hand specialen. Ich glaube, die löst einige Probleme, die Traptic-Stacks haben. Und die ist halt ultra cute, ne? Also das Artwork ist ultra cute. Ich glaube, die besorge ich mir auch. Die finde ich wirklich süß. Dann Ringo-Würm. Haben viele einen Hype nachgejagt. Kostet aktuell ihre 11 Euro. Ist sicherlich keine schlechte Karte. Ich glaube, dass sie ein bisschen overhyped ist. Ich habe ein paar Kombos in der Karte gesehen. Das ist halt schon gut. Aber ich glaube, die Decks, die Karte wirklich gut utilizen können, sind nicht die Decks, die aktuell gerade viel gespielt werden. Aber es ist eine sehr coole Karte. Ich glaube, in Sorcerer ist sie gut. Sonst habe ich noch in keinem Deck wirklich gut gesehen. Ich habe in Sprite mal so ein paar Varianten gesehen, die halt mit dem Ding dann auf Hero gegangen sind. In der Runde, anstatt das über die Ende zu machen mit den Mephis. Okay. Kann man machen. Wir haben mal Albion, the Sank Fire Dragon. Oder der Heiligfeuerdrache. Das ist meiner Meinung nach die schönste Despia-Karte, die wir haben. Das Golden, das Weiße, das ist einfach schön. Ich bin ja nicht der größte Fan von meisten der Despia-Artworks. Ich mag ein paar sehr gerne. Ich finde Aruba sehr schön. Ich finde auch Dramaturg ist eine sehr schöne Karte. Aber das Ding hier, oh, gefällt mir. Dass die Karte theoretisch die Gimmick Puppet aus Feld spischen kann, ist auch nicht so geil. Aber ja, die Karte ist auf jeden Fall optisch sehr schön. Haben wir mal Chaos Engel. Kostet aktuell 44 Euro. Und ist damit, glaube ich, sogar die teuerste Karte aus Cybersome Access. Was nicht unbedingt gut ist, wenn ihr mich fragt. Das Set selber scheint sich nicht so zu lohnen. Aber die Karte ist ganz cool, die macht Zünkermann zu unberührt. Also eine ganz okay Addition, aber ist halt auch wieder Level 10. Ne? Haben wir einmal Wakaoshi. Das ist definitiv neben dem Bike der beste neue Support. Und die Karte ist auch vom Preis so wie 2 Euro sie runtergegangen. Ist natürlich von dem Hype so extrem runtergegangen, so knapp bei 2 Euro. Jetzt ist auch der Preis, wo sie meiner Meinung nach den Preis auch haben dürfte. Denn 2 Euro kann ja ruhig wert sein, weil das eine gute Karte ist. Aber ist halt eine Super Rare. Ne? Super Rares dürften generell nie so teuer sein. Haben wir einmal überraschenderweise Jordan Lockbird, war einer der meist getradeten Karten im Monat. Und guckt euch diesen Preisgrafen an. Guckt ihn euch an. Es ist jedes Mal so. Troll wird relevant und die Karte steigt und steigt und steigt und steigt. Da ist doch, da kannst du 2,50 € für die Rare aus Tactical Masters, ne? Auch eine Karte, die mal so 10 Cent wert war, ne? Ich habe glücklicherweise noch ein paar. Wie ihr seht, von denen nur 2 Stück. Aber vielleicht erreicht ihr diese 5 Euro. Werden wir mal gucken. Haben wir einmal Guiding Quem the Virtuous. Kostet aktuell ihre 28 Euro. Okay. Ich habe die bis jetzt nur 2 Deckvarianten gesehen, für die gespielt wird. Aber ist ein Secret Rare, die auch ein paar Euros geht. Es können nicht alle Secret Rares Gabel sein, deswegen müssen ja auch ein paar sein, die so ein bisschen was wert sind. Dann haben wir einmal Despian Lulu Valilit. Auch eine 26 Euro Karte. Das ist, glaube ich, die Karte, die Specialty über den Grand Grandiol aus dem Exodeck. Und die Karte ist dann ganz cool. Denn die kann irgendwas annullieren oder Attack reduzieren, wenn eine Karte das Exodeck verlässt. Ist auf jeden Fall eine interessante. Haben wir einmal den Zeitreisenden Morganit. Die zweitmeist getradete Karte aus dem ganzen Monat, die wir jetzt haben. Kostet aktuell 2,30 Euro. Die gibt uns halt eine extra Normal Summon und lässt uns immer 2 Karten ziehen. Dafür können wir keine Karten mehr unter Hand aktivieren, also keine Monsterkarten. Ich weiß nicht, ob das worth it ist, aber ist auf jeden Fall cool.
Ich glaube, die wird in dem Format ganz cool, wo es weniger Handtraps gibt. Da könnte die an sich gar nicht so bad sein. Die meistgetradete Karte ist die hier. Das ist einmal der abgeheuliche Dispata. Das Ding braucht einen Tuner und ein Nicht-Tuner-Drachenmonster. Ich habe es also gerade falsch schon erzählt. Ich habe also gelogen. Ignoriere mich einfach. Ja, das Monster ist disgusting von dem Artwork her. Also wirklich, boah. Der Effekt ist ganz cool. Wenn Monster aktiviert wird, könnt ihr entweder gebannte Karten von euch wieder zurück ins Deck mischen oder vom Gegner. Und je nachdem, von wo ihr es gewählt habt, von euch könnt ihr zerstören, vom Gegner könnt ihr halt negieren. Ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Und ihr könnt auch ein gebannetes Legion Vincent Monster zurückspecialen. Was auch ziemlich cool sein kann. Ja, aber das war's schon mit den Karten, die im Meta aktuell verfügbar sind. Was die so kosten, was die nicht so kosten. Wenn ihr sehen wollt, was Super Heavy Samurai und Poly aktuell kosten, habe ich da Videos für euch gemacht. Damit ihr wisst, was die Karten so kosten und die Decks, weil waren nicht alle hier drin jetzt. Dann war es für heute. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.